Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde ziemlich oft gefragt, sag mal, du Felix, wie machst du eigentlich deine Videos? Und dieser Frage möchte ich heute ein Ende setzen, indem ich euch einfach mal ein bisschen mit hinter die Kulissen nehme und euch zeige, wie ich meine Videos mache. Also, viel Spaß! Am Anfang ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass natürlich nicht jedes Felix Bar Video gleich ist und deswegen auch nicht jedes Felix Bar Video gleich entsteht. Ich könnte jetzt natürlich dahin gehen und euch für jedes einzelne Video erklären, wie ich es gemacht habe, aber das wäre natürlich viel zu aufwendig, deswegen würde ich sagen, unterteilen wir mal alle Felix Bar Videos in drei große Überkategorien. Das wäre erstens die Unboxing Videos, in denen ich irgendwelche Produkte auspacke, zweitens die Laber Videos, wo sowas reinzählt wie irgendeine Apple-Keynote in 100 Sekunden zusammenfassen oder irgendwie einen Frag-Felix oder ein Gerüchte-Video oder ein News-Update-Video, das sind alles Laber-Videos. Und dann gibt es noch als dritte Kategorie die Reviews, die auch die aufwendigste Kategorie sind, wo ich einfach wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr ins Detail gehe, um ein Produkt zu testen. Schritt Nummer 1, die Vorbereitung. In der Vorbereitung sind natürlich Unboxing-Videos die einfachsten, weil man nicht sonderlich viel recherchieren muss, um ein Produkt auspacken zu können. Das heißt aber natürlich nicht, dass man gar nichts wissen muss, denn so ein paar Eckdaten zum Gerät und wissen, was das Gerät darstellt und warum ein Gerät spannend ist, das ist natürlich trotzdem wichtig und das muss man auch vor einem Unboxing machen. Viel wichtiger ist aber eigentlich, überhaupt erstmal ein Produkt herzuorganisieren. Und da werde ich auch ganz oft gefragt, sag mal Felix, bist du reich oder so, woher hast du all die Geräte? Und das kann komplett unterschiedlich sein. Also manchmal bekomme ich Geräte von irgendwelchen externen Sponsoren ausgeliehen oder zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel sparhandy.de, oder ich bekomme Geräte vom Hersteller der Geräte zur Verfügung gestellt oder ausgeliehen, oder ich kaufe mir Geräte selber, um sie zu testen und verkaufe sie dann nach dem Test wieder weiter, weil so viel Geld habe ich natürlich nicht, dass ich einfach alles behalten könnte, was ich teste. Möglichkeit Nummer 4 ist dann aber auch noch, was sehr, sehr selten passiert, aber schon auch ab und zu mal vorkommt, dass ich einfach Produkte kaufe, sie teste und danach behalte, weil ich sie für mich selber benutzen will. Wie zum Beispiel hier die Apple Watch werde ich wahrscheinlich behalten, ein iPhone oder sowas behalte ich auch, aber das passiert eher selten. Ein kleines bisschen komplexer in der Vorbereitung sind natürlich die Laber-Videos, weil man kann sich nicht einfach vor eine Kamera setzen und irgendeinen Quatsch erzählen. Nein, man muss natürlich wissen, worum es geht. Und wenn man irgendwie ein Thema erklären möchte, muss man das Thema vorher recherchieren. Und wenn ich einen Frag-Felix machen möchte, muss ich natürlich vorher die Fragen raussuchen. Wenn ich eine Keynote in 100 Sekunden zusammenfassen möchte, muss ich natürlich mir aufschreiben, was ich alles sagen möchte, damit es auch tatsächlich in die 100 Sekunden reinpasst und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich mir für die Laber-Videos meistens so ein Skript, das sich an Stichpunkten entlanghangelt. Ich kann euch das ja mal hier im Hintergrund zeigen, denn ich habe hier für dieses Video hier auch so ein Laber-Video-Skript offen. Und wenn ich hier mal ein bisschen drin rumscrolle, könnt ihr schon sehen, wie das ungefähr aussieht. Das sind einfach so ein paar Stichpunkte, damit ich weiß, wie ich das Video aufbauen kann und nicht einfach irgendwelchen Blödsinn erzähle. Am aller aufwendigsten sind aber die Skripte für die Review-Videos. Weil Review-Videos macht man nicht einfach mal kurz mit ein paar Stichpunkten und Review-Videos macht man nicht einfach mal kurz, wenn man sich ein Gerät organisiert hat und fertig. Nein, Reviews muss man wirklich richtig krass vorbereiten. Das heißt, auf der einen Seite natürlich, man muss das Gerät, was man testen möchte, ausführlich testen und es geht nicht einfach mal kurz in einer Stunde, ich kann nicht ein Samsung Galaxy S6 in die Hand nehmen, fünfmal im Kreis drehen und dann weiß ich ganz genau, wo die Vor- und Nachteile liegen. Nein, es dauert meistens mehrere Wochen, wo man ein Gerät intensiv benutzen muss und nachdem man ein Gerät intensiv getestet hat, muss man natürlich auch das Review wirklich aufs Feinste vorbereiten, damit man wirklich weiß, was man sagen möchte, was man nicht sagen möchte und wie man das Review so gut konstruieren kann, dass wirklich alle Interessante drin ist, ohne dass man irgendwas vergisst. Deswegen mache ich für meine Review-Videos meistens Skripte, wo ich wirklich Wort für Wort, Satz für Satz aufschreibe, was ich sagen möchte. Das sind dann gar keine Stichpunktlisten mehr, nein, das sind dann wirklich richtige Aufsätze und so ein Aufsatz, so ein Skript für ein Review, das zum Beispiel mal eine Viertelstunde lang ist, kann gut und gerne mal 3000 Wörter umfassen. Das heißt, wenn ich mich da hinsetze und so ein Skript schreibe, dauert es schon seine Zeit und ich sitze da wirklich nicht nur 5 Minuten dran. Schritt Nummer 2, der Dreh.
Ganz genauso wie bei der Vorbereitung ist es eigentlich auch beim Dreh so, dass die Unboxing-Videos am wenigsten Mühe machen, weil man sich ja eigentlich einfach nur hinsetzen muss, ein Produkt auspacken muss und ganz ehrlich seine ersten Reaktionen teilen kann. Allerdings habe ich mir für meine Unboxings so ein bisschen einen eigenen Stil entwickelt, den ich immer und immer wieder dazu holen möchte, der ehrlich gesagt ein bisschen von Unbox Therapy kopiert ist, aber ist ja egal. Ihr kennt es aus meinen Videos, das ist einfach dieses Dual-Kamera-Setup mit dem Holztisch und den muss ich natürlich beim Dreh, dieses Setup muss ich natürlich beim Dreh immer und immer wieder aufbauen. Dafür habe ich so einen ganz billigen IKEA-Klapptisch und auf den Tisch, damit er nicht so billig aussieht, lege ich immer so einen Bodenbelag drauf, der so ein bisschen holzig aussieht, damit die Videos einfach ein bisschen schöner werden. Dann stelle ich meine Alpha 7S als Facecam auf, baue die Samsung NX500 als Produktkamera auf, richte alles so ein, dass die Kamera auf mein Gesicht geht und die Produktkamera aufs Produkt geht und dann starte ich beide Aufnahmen und lege einfach los. Labervideos sind aber eigentlich auch relativ einfach zu drehen, weil man nur die Kamera irgendwo aufbauen muss, das Mikrofon aufbauen muss und dann einfach loslegen kann. Das mache ich aber meistens entweder hier im Wohnzimmer, so wie gerade eben, ihr seht ja, ich sitze hier und rede einfach mit der Kamera, oder ich mache es vor meiner weißen Wand im Nebenzimmer. Und das haben auch ganz viele gefragt, sag mal, wie machst du diesen weißen Wandeffekt? Ist es ein Greenscreen oder sowas? Nein, das ist einfach eine ganz normale Wand, eine ganz normale weiße Wand, die ich mit Softboxen hinter mir überbelichte, damit die schön weiß im Video aussieht und dann stelle ich mich einfach mit der Kamera vor die weiße Wand mit den ganzen Softboxen und drehe einfach das Video. Manchmal ist es dann noch so, dass ich für diese Labervideos noch irgendwelche Overlay-Aufnahmen brauche, sogenanntes B-Roll. Das sind dann irgendwelche cinematischen Aufnahmen oder irgendwelche Aufnahmen, die irgendwas Besonderes zeigen, die man einfach noch drüber schneiden kann über das ganze Gelaber, um die Sache ein bisschen aufzufrischen und ein bisschen schöner darstellen zu können. Und die muss ich natürlich auch noch manchmal aufnehmen. Das kann aber von Video zu Video entweder total unaufwendig oder schon ein bisschen aufwendiger werden. Die Königsdisziplin beim Drehen ist aber natürlich auch hier wieder das Review. Denn während man bei Labervideos natürlich eigentlich nur so Labershots braucht und bei Unboxing-Videos auch einfach die Kamera durchlaufen lassen kann, muss man für Review-Videos wirklich planen, weil man ja einfach sehr, sehr viele verschiedene Shots braucht und auch sehr viele verschiedene cinematische Shots braucht und man die nicht einfach kurz so aus der Hand machen kann, weil man sonst am Ende total irgendwie doof dastehen würde mit Shots, die fehlen und Shots, die doof geworden sind und so weiter und so fort. Deswegen mache ich mir meistens eine Shotlist anhand meines Skriptaufsatzes. Das heißt, ich mache mir einfach ein Word-Dokument auf und schreibe dann da so Dinge rein wie Cinematics, Display-Cinematics, Lautsprecher-Close-Up, Display-Vergleich mit Galaxy S6, Speed-Test, lauter solche Shots, die ich halt unbedingt machen möchte. Dann markiere ich den gesamten Text rot, fange an zu filmen und immer wenn ich einen Punkt abgehakt habe, markiere ich ihn grün. Dadurch weiß ich einfach, wo ich stehe, was für Shots ich noch brauche, mache nicht aus Versehen irgendwelche doppelt und kann so wirklich organisiert meine Liste abarbeiten. Eine Sache, die ich bei einem Dreh von einem Review-Video aber auch mache, die ich bei meinen anderen Videokategorien eher nicht so häufig mache, ist das Aufnehmen von einem Voice-Over. Dafür setze ich mich dann mit meinem Bluebird-Mikrofon hier vor meinem Mac, mache mein Skript auf, beziehungsweise diesen langen Aussatz, starte mein Aufnahmeprogramm und lese mein Skript quasi einfach vor. Dabei ist es aber besonders wichtig, darauf zu achten, dass das Ganze nicht einfach abgelesen wirkt, sondern dass man schon wirklich genügend Emotionen und auch genügend Freiheit in die Stimme mit einbringen kann. Schritt Nummer 3, der Schnitt. Am Anfang möchte ich hier bei diesem Punkt einfach mal klären, mit was für einem Schnittprogramm ich überhaupt arbeite. Und zwar ist das Apples Final Cut Pro 10. Das ist ein wirklich sehr übersichtliches Schnittprogramm, das jetzt nicht unendlich viele Funktionen hat, aber für meinen Anwendungsfall absolut ausreicht. Man kann Textanimation machen, man kann Bildstabilisierung machen, man kann Farbkorrektur machen und das Programm ist einfach ziemlich, ziemlich übersichtlich. Und deswegen kann ich in Final Cut Pro 10 zum Beispiel auch um einiges schneller schneiden als zum Beispiel in Premiere, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich immer ganz genau sehe, wie mein Projekt wirklich aufgebaut ist. Ganz manchmal benutze ich noch Motion 5 von Apple, was einfach so ein bisschen wie ein After Effects für Arme ist, mit dem man eigentlich nicht sonderlich viel machen kann, aber schon einige coole Animationen, wie zum Beispiel hier so einen Text-Tracking-Effekt, das kann man mit Motion machen, aber ansonsten benutze ich eigentlich meistens Final Cut. Jetzt gibt es aber mal eine Überraschung, denn beim Schnitt ist nicht das Unboxing-Video
Video das einfachste, sondern ein Labervideo, weil man ja eigentlich so seine Laberparts hat und die nur noch so aneinander schneiden muss. Klar, es gibt manche Labervideos, die ein bisschen aufwendiger sind, wie zum Beispiel das hier. Das braucht dann vielleicht mehr Schnittaufwand als ein durchschnittliches Unboxing-Video, aber meistens sind diese Labervideos sehr, sehr einfach, weil man außer ein paar Textanimationen, wie zum Beispiel bei Frag Felix, wo eine Frage reinfliegt und wieder rausgeht, nicht sonderlich viel machen muss. Eine Sache möchte ich aber trotzdem noch zu Ende erklären, denn mit dem Film vor der weißen Wand hat es sich noch nicht getan. Denn wenn man einfach die Rohdateien nimmt, die man bekommt, wenn man vor einer weißen Wand filmt, sieht das Ganze so aus. Und das ist einfach nur, naja, eine grau-weißliche Wand und nicht dieser schöne Infinite White Background, den man eigentlich erreichen möchte. Und da gibt es einmal einen kleinen Trick beim Schnitt, den man machen kann, denn die allermeisten Schnittprogramme haben eine Farbauswahl, ein Farbauswahltool, mit dem man einfach bestimmte Bereiche vom Bild markieren kann, um sie abgesondert von anderen Bereichen zu bearbeiten. Bei Final Cut geht es wirklich sehr einfach, da kann man einfach mit der Maus so über den Hintergrund drüber ziehen und zum Beispiel in meinem Fall dann alles grau markieren, das im Hintergrund von der Wand da existiert, und dann kann man diesen grauen Hintergrundbereich einfach in der Belichtung noch ein bisschen hochdrehen, damit er wirklich perfekt weiß wird. Dann macht man noch eine komplett weiße Fläche über das Mikrofon drüber und tada, schon hat man den weißen Hintergrund, falls es noch irgendjemand von euch interessiert hat. So, ein Unboxing-Video ist für mich dann schon noch ein bisschen aufwendiger zu schneiden, weil ich in meinem Fall nicht nur gerne irgendwelches Bullshit-Gelaber oder irgendwelche Amps oder so rausnehme, um das ganze Video ein bisschen kompakter zu halten, sondern natürlich auch, weil ich zwischen den zwei Kameraperspektiven hin und her schneide. Dafür lege ich einfach beide Kameraspuren übereinander, im Normalfall die mit der guten Audiospur nach unten, und dann schneide ich bei der oberen Kameraspur immer an der Stelle, wo ich will, dass man die untere Kameraspur sieht, die obere Kameraspur einfach raus, so dass im Endeffekt dieser Hin- und Her-Schalte-Effekt entsteht. Aber den muss man natürlich ganz präzise auswählen, damit es wirklich auch gut aussieht und man wirklich in dem Moment, wo man mich sehen soll, auch wirklich mich sieht und nicht irgendwie einen bestimmten Moment verpasst, der gerade bei der einen oder bei der anderen Kameraeinstellung besonders interessant ist. Das sollte jetzt aber eigentlich niemanden von euch überraschen. Ja, auch beim Schnitt sind die Review-Videos am aufwendigsten. Als allererstes nehme ich da meistens einfach mein Voice-Over bzw. die Aufnahme, die ich für das Voice-Over gemacht habe, und schneide die zusammen. Denn natürlich kann niemand und auch ich nicht 3000 Wörter am Stück vorlesen, ohne irgendwo mal Luft holen zu müssen oder irgendwie einen Fehler zu machen und so weiter und so fort. Und deswegen nehme ich ja diese Audioaufnahme und kürze sie erstmal so zusammen, dass ein flüssiger Text entsteht. Dann, wenn ich das gemacht habe, nehme ich alle meine einzelnen aufgenommenen cinematischen Shots und sortiere sie einfach so auf das Voice-Over drauf, bis das Ganze im Endeffekt passt. Das ist aber meistens so, dass es nicht von Anfang an vollkommen geplant ist, zumindest bei mir. Es gibt viele cinematische Shots, die ich einfach mal gemacht habe, um zu schauen, wo ich sie dann nachher unterbringe. Das heißt, man muss auch oft beim Schnitt noch ein bisschen kreativ sein, um zu schauen, wo welche Aufnahme am besten reinpasst, damit das Video nicht nur Sinn ergibt am Ende, sondern auch visuell eigentlich recht gut aussieht. Eine Sache, die bei Review-Videos aber auch noch ab und zu vorkommt, sind Special Effects. Und warum mache ich hier so ganz große Gänsefüßchen? Das liegt daran, dass ich nicht meine, dass im Hintergrund irgendwie groß was explodiert, sondern einfach so ganz einfache Dinge wie eine Stabilisierung von einem bisschen verwackelten Clip oder solche Dinge wie einen sauberen Übergang zwischen zwei Schwenks, damit der Move aussieht, wenn man einfach eine Überblende reinmacht oder solche Dinge halt. Eine Textanimation, wie ich es vorher schon angesprochen habe, und lauter solche Dinge halt, Color Correction, irgendwelche Regeneffekte, bla bla bla. Solche Geschichten können bei Review-Videos auch vorkommen und teilweise wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Schritt Nummer 4, der Upload. So, jetzt sind wir aber bei einem Punkt angelandet, der für jedes meiner Videos gleich ist, und zwar der Upload. Denn wenn ich ein Video geschrieben habe, wenn ich es gefilmt habe und wenn ich es geschnitten habe und exportiert habe, dann muss es eigentlich nur noch auf meinem YouTube-Kanal online kommen. Aber das ist auch eigentlich gar nicht so einfach, wie einfach die Datei auf YouTube werfen und fertig. Nein, auch da gibt es ein paar verschiedene Dinge zu beachten. Natürlich muss man einen gut gewählten Titel haben. Natürlich muss man schauen, dass die Tags gut gesetzt sind und man viele verschiedene Schlagwörter in die Tags reinschreibt, sodass Leute das Video auch finden können. Und natürlich muss man sich auch noch darum kümmern, dass man irgendwie ein schönes Thumbnail hat. Für meine Thumbnails benutze ich meistens das Programm Pixelmator am Mac, weil das so ein bisschen ähnlich wie Final Cut eine runtergebrochene Version eines Bildbearbeitungsprogramms ist.
ist. Das heißt, es kann schon einige Dinge, aber nicht unendlich viele und ist dadurch aber ein bisschen übersichtlicher. Und das gefällt mir sehr gut, deswegen benutze ich oft einfach Pixelmator statt irgendwie Photoshop oder irgendwelchen solchen Gerätschaften. Und meistens versuche ich auch meine Thumbnails so zu gestalten, dass da möglichst wenig Text drauf ist. Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass schön aussehende Thumbnails hier einfach ein cinematisch gut eingesetztes Bild zeigen, viel, viel leckerer und anklickbarer aussehen als irgendwas, wo fett Text drin ist. Aber ja, das war es jetzt eigentlich mit diesem Making-of. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick darin gewinnen, wie ich so meine Videos mache. Natürlich konnte ich jetzt hier nicht jeden einzelnen Special-Effekt erklären und natürlich konnte ich nicht auf jedes einzelne Video von mir genau eingehen, wie ich irgendwas gemacht habe. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einfach einen kleinen Überblick darüber bekommen, wie es ungefähr so ist, für mich YouTube-Videos zu machen. Eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht angeschnitten habe, ist die ganze Organisation, die noch drumherum passiert. Denn natürlich sind Videos machen die eine Sache, aber man muss auf der anderen Seite natürlich auch echt viel planen. Das heißt, wann mache ich welches Video? Wie bekomme ich an meine Testgeräte? Wann mache ich meine Kooperation mit irgendeinem anderen YouTuber und so weiter und so fort? Wie komme ich auf irgendeine Messe? Das sind alles so Dinge, die man auch noch nebenher organisieren muss und das nimmt auch nicht gerade wenig Zeit weg, zumindest bei mir. Falls ihr euch übrigens noch dafür interessiert, mit was für Equipment ich meine Videos so mache, das heißt, was für Kameras ich verwende, was für Mikrofon ich verwende und so weiter und so fort, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei, denn wie unter jedem einzelnen Video von mir ist dort eine Amazon-Liste mit all meinem Video-Equipment verlinkt. Das heißt, da könnt ihr einfach auch mal euch so ein bisschen durchklicken und schauen, was für Zeug ich hier so benutze, um meine Videos zu machen. Eine Sache, die mir aber wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ihr jetzt nicht irgendwie auf die Liste drauf geht, die anklickt, euch da durchschaut und merkt, okay, der hat jetzt hier eine 2000-Euro-Kamera und das Stativ hat auch viel gekostet und der Schnittcomputer war teuer. Oh mein Gott, wie soll ich jemals YouTube-Videos machen? Ich habe nicht so viel Geld für so teures Equipment. Und dieser Gedanke ist absoluter Bullshit. Denn auf YouTube ist das Allerwichtigste, eigentlich nicht nur auf YouTube, sondern im Filme-Business allgemein, dass man gute Ideen hat, dass man Motivation hat und das Equipment kann das Ganze nur unterstützen. Auch ich habe mit super, super billigem Equipment angefangen und jeder von euch da draußen kann auch mit super, super billigem Equipment anfangen und sich das einfach nach und nach dann aufbauen. Ich mache seit 6 Jahren YouTube und ich habe wirklich nicht mit einer 2000-Euro-Kamera angefangen, weil schon die Kameras in Smartphones oder so mittlerweile absolut ausreichend sind, um einfach mal seine Ideen rauszubringen. Und wenn man motiviert ist und wenn man gute Ideen hat, kann man eine Menge Spaß auf YouTube haben und eine Menge coole Videos erstellen, auch komplett ohne teures Equipment. Also behaltet das im Hinterkopf. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, möchte ich euch noch kurz auf ein Video vom lieben Zentchilli hinweisen, und zwar das hier, denn natürlich macht nicht jeder YouTuber seine Videos gleich. Und der Zentchilli hat auch ein Making-of-Video gemacht, wo er erklärt, wie er so seine Videos macht. Das heißt, falls euch das noch interessiert, einfach mal hier draufklicken, vorbeischauen oder unten über den Link in der Videobeschreibung gehen. Oh, und für den Fall, dass es euch noch interessiert, wieso meine ersten Eindrücke von der Apple Watch sind, könnt ihr auch gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbeischauen, denn da habe ich euch noch die aktuellste Folge vom Clickercast verlinkt, wo ich ein bisschen über diese nette Uhr spreche. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen, würde mich natürlich wie immer sehr über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like Button freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Leute, wisst ihr, was mir meine Apple Watch gerade gesagt hat? Ich habe mein Trainingsziel mit 32 von 30 Minuten erreicht und das ohne, dass ich überhaupt irgendwas trainiert habe. Ich glaube, die Uhr erkennt mein dummes Rumgestikulieren als Joggen oder so. Naja, also Videos drehen ist auch Sport, merkt euch das.